Herzlich willkommen in unserem Ferienhaus Hexenpfote in Oberharz am Brocken. Unser Haus ist vom Deutschen Tourismusverband hundefreundlich mit 4 Pfötchen klassifiziert worden. Wir haben ausschließlich Gäste mit Hund zu Gast. Oder mit Hunden. Bis zu 6 Hunde wurden nämlich bei uns kostenfrei. Ich befinde mich hier im Wohnzimmer. Das ist der größte Raum. Das Sofa ist ein Big-Sofa mit einer Breite von 1,40 Meter, sodass auch wirklich die gesamte Familie drauf Platz hat. Für eure Hunde haben wir zusätzlich natürlich noch mehrere Kissen. Hier ist eines unserer Sternenkissen. Staubsaugerroboter natürlich auch. Und wenn eure Hunde auf dem Sofa schlafen dürfen, haben wir euch auch Decken bereitgelegt, sodass ihr das vernünftig abdecken könnt. Und falls eure Hunde schon etwas älter sind oder nicht so springen wollen, habt ihr auch eine Treppe, die ihr flexibel wegnehmen könnt. Ein weiteres Highlight ist unsere Pfötchenwanne. Hier könnt ihr zum einen die Pfötchen eurer Hunde sauber machen, findet hier drin aber auch Näpfe, Handtücher und so weiter. Wie ihr seht, auch bei der Deko sind wir auf das Thema Hund ausgerichtet. Hier ist ein weiteres unserer Sternenkissen. Und hier ist eines der 3 Schlafzimmer im Haus. Das Haus ist generell zur Alleinnutzung. Ihr könnt euch aber entscheiden, ob ihr nur das Erdgeschoss mietet. Das hat dann 2 Schlafzimmer. Oder ob ihr noch ein Schlafzimmer im Obergeschoss dazu bucht. Und dann auch noch ein zweites Badezimmer habt. So. Wir gehen erstmal in die Küche, auch hier das Thema Hund. Wir waren auch schon mehrfach in der Zeitung als Gastgeber für mehr Hundehalter. Ja, hier habt ihr alles, was ihr braucht. Ein Herd mit Ceranfeld, Mikrowelle, Spülmaschine und natürlich auch ein großes Tiefkühlfach für eure Barvorräte. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, unsere gesamte Deko ist grün oder pink. Das findet sich auch im Geschirr wieder. Auch der Steck ist alles in Pink gehalten. Ebenso hier. So, wir kommen ins zweite Schlafzimmer. Ihr habt gesehen, das andere ist zwar grün. Hier ist es logischerweise alles ein bisschen in Pink gehalten. Und hier ist ein 1,80 Meter breites Bett. Ich schwenke mal kurz nach draußen. Hier ist der eingezäunte Innenhof. Das Grundstück ist ausbruchsicher eingezäunt. Das Tor ist ca. 2 Meter hoch und abschließbar. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Ab hier beginnt ein Bereich mit Fußbodenheizung. Und hier ist die Toilette. Und hier ist das Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Wir haben das getrennt, denn wir haben oft mal 2 Freundinnen zu Gast oder ja, eine Frau und ein Mann, wo einer ein bisschen länger im Bad braucht. Und so hat der eine schon mal die Chance, auf Toilette zu gehen morgens und der andere ins Bad zu gehen. So, hier geht es nach draußen. Es ist gerade eine Frühling, hier blüht noch nichts. Oder es ist einfach März, sagen wir es mal so. Ja, hier habt ihr 2 Terrassen und genug Liegefläche für eure Hunde. Und einen Grill. Und hier ist der Rest unseres Grundstückes. Wie gesagt, das ist komplett eingezäunt und die Stelle am Tor ist die am niedrigst hoch eingezäunteste Stelle. Der Rest ist wesentlich höher. Also wenn eure Hunde nicht höher als 1,80 Meter bis 2 Meter springen können, sich nicht unter Beton durchgraben können, denn das ist hier der Rest, dann sind sie hier absolut ausbruchsicher aufgehoben. Wir hoffen, der kleine Rundgang hat euch gefallen und würden uns freuen, euch bald im Harz begrüßen zu dürfen.